Hup, hup, hallihallo und herzlich willkommen hier wieder bei Abgefahren. Ich bin's, der Duki, und wir zocken eine neue Runde. Ja, was wohl? City Car Driving, ihr Nasen. Und zwar mit einem Nissan GT-R, dem brandneuen Nissan Schlachtschiff GT-R. V6 Biturbo, 550 Party PS. Geht richtig ab. Wir setzen uns mal eben rein. Der sieht nämlich von außen eigentlich sehr schön aus. Hat viele Kunststoffapplikationen, wo ich nicht weiß, ob die ganz realistisch sind oder auch im echt vorhanden. Vielleicht ist es aber auch die Special Nürburgring Edition, das weiß man ja auch nicht. So, und hier sitzen wir im Innenraum. Der sieht auch ganz schön schnieke aus. Ah, hier ist unser Sitz, der sieht ein bisschen komisch aus, hoffentlich kriegen wir da keine Probleme. Da mitten in, also mitten der Konsole, gibt es eine Anzeige, die wird durchgeswitcht, wie auch beim echten Nissan. Ja, also zumindest sehen die Anzeigen sehr realistisch aus und sehen genauso aus wie das Display im echten Auto. Aber da bewegt sich leider nichts. Was auch ein bisschen zu viel verlangt wäre, glaube ich. Aber das sieht schon mal ganz geil aus. Sound haben wir auch. Wir haben Allradantrieb übrigens. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Sind hier an der Autobahn. Müssen natürlich schalten, das nicht vergessen. Das ist klar, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Hobel so kann. Dritter Gang, 80 km/h, und wir treten einfach mal drauf. Und 150, 170, 200, ja, der geht ganz schön ab. Ich glaube, wir haben 7 Gänge zur Verfügung. 250, oh, und gerade ein schönes Stück freie Autobahn. Ah, wo sind die Gänge? Bam! Ja, da fliegt der Range Rover durch die Gegend und landet genau vor uns. Ja, wir scheinen anscheinend doch wohl nur 5 Gänge zu haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, da stand eben was, ein Automatikgetriebe hat 5 Gänge und das manuelle hätte dann 7. Aber da bin ich mir gar nicht sicher, wo man das jetzt hätte einstellen können. Außerdem schalten wir ja quasi manuell. Der Manuel schaltet für uns. So, mal gucken, ob wir die Geschwindigkeit jetzt nicht noch toppen können. 250 haben wir schon wieder auf der Uhr. Oh, hier kann man nirgendwo durch. Doch hier kann man durch. Und jetzt kommen wir wieder drauf. 260. 270. Und einen fetten Jump. Naja, nicht ganz, ne? Oh, da ist Verkehr. Wer hätte damit denn nicht gerechnet? Scheiße. Mann. Vor allem habe ich nicht gesehen, wie schnell wir waren. Man merkt auf jeden Fall, dass es ein Turbomotor sein könnte. Ja, also wenn wir jetzt hier so mal Vollgas geben im unteren Drehzahlbereich, tut sich dann noch nicht viel. Erst so ab 4.500 Touren. Ja, ich demonstriere das mal im dritten Gang. 2.000 Touren, wir geben Vollgas. Ja, ist noch nichts, ist noch nichts, ist noch nichts. Und jetzt kommt er so langsam und da kommt er richtig. Ab jetzt drückt der Turbo volle Lotte und hier geht es richtig nach vorne. 200 km/h wieder. Und die blockieren ja einfach mal alle Spuren, seid ihr dreist, Mensch. Wir müssen mal ein bisschen Platz machen. Und hier ist wieder unsere Lieblingsstelle. Doch hier fahren wir diesmal links. Oh, und springen quer. Meine Fresse. Holla, die Waldfee. So, jetzt sind wir aber leider wieder in der Stadt. Das heißt, ich drehe mal um. Oh, gute Bremsen haben wir auch wohl, aber nicht gut genug für unsere Fahrweise, ja? Also da können wir selbst die Physik nicht austricksen. Mal gucken, ob wir hier so ein paar Donuts machen können. Allradtypische Donuts. Ah, bin ich mir nicht so sicher. Müssen wir auf jeden Fall erstmal auf Drehzahl kommen. So, so, so vielleicht. Ja, das hat alles noch nicht so wirklich Donut-Charakter, ne? Das lassen wir mal lieber. Und auf geht's, wieder auf dem Motorway. Wir müssen auf jeden Fall einmal noch mal ein bisschen schneller kommen. Ich glaube, mehr als 270 ist wohl noch drin, oder? Hier mal wieder der kleine Sprung. Süß. So, und Turbolader, komme! Fünfter Gang. Hier dran vorbei. Hallo Golf 2, auch hier dran vorbei. Meine Fresse.
60 schon wieder. So, 70, 80. Bam, Totalschaden. Scheiße, ey. 280. Ob wir noch schneller kommen? Ich weiß nicht. Müssen wir dafür den Verkehr rausnehmen? Das ist natürlich echt lame, ne? Das machen wir eigentlich nicht so gerne. Aber guck mal, wie der abgeht, wie der nach vorne schnellt, ey. Meine Güte, wir sind schon wieder auf 250. So, jetzt aber. 290. Schaffen wir die 300 km/h. Jawohl, da ist sie doch. Da steht ein Punkt 300 auf der Uhr und mehr soll es auch wohl nicht werden, wie es aussieht. Haha, Mann, sind wir schnell. Und wie lange wir das Tempo halten, aber ich glaube, hier müssen wir mal abbremsen, um keine Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Geeinhörner und Gezebras und gefährden. So, fahren wir gleich mal hier ein bisschen ab. Oder sollen wir noch ein paar Beschleunigungstests machen? Ich finde das eigentlich ganz geil, wie der beschleunigt. Gerade auch so im zweiten Gang. Können wir auch von 0 auf 100 vielleicht einen Test machen. So, ich stehe auf dem Gas und auf der Bremse gleichzeitig. 3, 2, 1 und los. 23, 24. Ja, okay, also es wären so gemessen jetzt oder gezählt 4, noch was Sekunden, 4,3. Das kann der eigentlich schneller, der Kumpel. Aber wir haben ja auch keine Kupplung am Start. Heißt, ich kann den nicht jetzt irgendwie schon auf Drehzahl bringen. Oder könnte ich das vielleicht, wenn ich schalte? Oh, nicht den Baum. Aua, wir haben den Baum mitgenommen. So, 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 so. Einmal hier einigermaßen gerade aufstellen. So, jetzt sind wir im neutralen Gang. Ich gehe mal ganz hoch mit der Drehzahl und schalte dann in den ersten. 3, 2, 1 und los. Ja, das sieht doch anders aus. Habt ihr gesehen, wie der nach vorne gesprungen ist? Ich habe natürlich den Schaltvorgang jetzt verkackt. Aber das machen wir auf der geraden Strecke hier nochmal. Da kommen wir deutlich schneller von 0 auf 100, als wie wir es gerade gemacht haben. So, nochmal. Hochdrehen und zack, Gang rein. Und nächster Gang. 100 km/h, nächster Gang. 180, ne, 170, jetzt 180. Ah, was ist eine Beschleunigungsorgie. Da macht sich der Allradantrieb natürlich bemerkbar. Wo eigentlich bei einem Hecktriebler die Traktion fehlen würde, bei 550 PS und einem Vollgasstart, hat der hier einfach mal den Gummiband-Effekt und zieht sowas von weg. 300 km/h. Jetzt können wir quasi von 0 auf 300 eine Zeit messen. Beziehungsweise habe ich das vielleicht sogar gerade gemacht. Und ihr werdet es hier oben sehen. Bing! Wow, scheiße! Ja, da soll man noch nicht rumspielen und rumgucken, wie so ein Trottel. Sollen wir nochmal versuchen, ob wir hier vielleicht direkt in den zweiten kommen? Ja, kommen wir, aber hat nicht ganz so gut hingehauen. Schade. So, und während wir hier im Gegenverkehr fahren, hoffe ich mal, dass hier gleich eine Ausfahrt kommt. Das sieht doch schon gut aus. Oder ist es einfach nur ein komischer Parkplatz, wie die einfach hier mal immer so rumzustehen scheinen? Kurbel, Kurbel. Gibt es da eine Ausfahrt? Ne, da gibt es auch keine Ausfahrt, oder? La, 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 la. Hier können wir mal als als kleiner Passagier quasi mitfahren, weil viel Platz ist hinten natürlich nicht. Wenn wir uns das mal eben angucken. Hallo? Achso, da. Da sind wohl offiziell noch zwei Sitze, aber da passen nur so kleinwüchsige hin, sag ich mal. So, und hier sitzen wir auf dem Beifahrersitz. Und hier sitzen wir hinten. Und erleben mal von hinten jetzt die Beschleunigungsorgie. Sieht ja ganz witzig aus, ne? Aber ob man sich da wohlfühlt. Mit einem Kamikaze-Amok-Fahrer, der durch Russland pest. Mit 280 über die Autobahn. Wow. Nee, das war's nicht. Das war zu viel des Guten. Ja. Das reicht auch, würde ich sagen. Beziehungsweise gucken wir noch mal ein bisschen, wie die Karre von außen aussieht. Vielleicht machen wir noch mal eine Beschleunigungsorgie von außen. Zack, Vollgas. Erster Gang und er springt nach vorne. Zweiter Gang. 100 km/h. Also die Karre geht ja mal wirklich vom Feinsten. Wie schnell man da auf Zahn ist. Ich wette, damit gewinnen wir jedes Ampelduell hier. Wir können ja mal ein bisschen Verkehrs fahren und noch mal gucken, wie die
tageslichttauglich, hätte ich schon fast gesagt, aber wie alltagstauglich diese Karre denn ist. Ich meine, schnell ist sie, klar, wir kommen schnell von A nach B, aber kommen wir auch gut um die Kurven? Können wir an Ampelstarts gegen einen PT Cruiser zum Beispiel bestehen? Das sind Fragen, die uns noch zu interessieren haben. Ja, oder hier so einen dicken M5. Ich meine, wir werden wahrscheinlich jetzt demnächst nicht bei unserem Glück an der Ampel kommen hier. Da ist ein Kreisverkehr. Wir fahren ihm einfach mal hinterher. Oh, jetzt gibt mal Gummi. Ja, er gibt keinen Gummi, aber wir fahren auch schon 60 km/h. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Ich werde mal genau hier einpacken. Ihr habt es vielleicht gehört, ich habe eigentlich die Handbremse gezogen. Aber das hat nicht wirklich was gebracht. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich hier einparken, aber ich glaube, wir beschleunigen nochmal, oder? 3, 2, 1, los! 100! 150! Zebrastreifen überfahren! 180 und wir bremsen ab! Alter Schwede! Wie ab er geht! Unfassbar geil! Aber ich würde sagen, das reicht und das war's. Und ja, das war der Nissan GT-R, der neue. Der R35 ist das, glaube ich, ne? 550 PS V6 Biturbo aufgeladen. Pipapo. Geht ab wie Schmitzkatze und hat richtig Spaß gemacht. Den behalten wir uns nochmal im Auge. Ne? Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ich bin der Duki von Abgefahren und tschüss.